Hallo und willkommen bei Zacherl einfach kochen. Heute wird mal wieder gegrillt und ich freue mich ganz besonders. Ich habe mir auch einen tollen Gast eingeladen und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das seine Zeit ist. Weil eigentlich ist es der Mann mit den ganz langen Nächten, er verdient sein Geld mit der Musik. Sein Name ist Markus Bute, aber eigentlich viele unter euch kennen ihn wahrscheinlich als DJ Mark Brain. Schön, dass du da bist. Hallo Ralf, schön hier sein zu können. Ist es deine Zeit oder ist es nicht deine Zeit? Es ist auf jeden Fall meine Zeit, weil gerade in der Woche habe ich natürlich auch einen Büroalltag. Und kämpfe dann auch mit diesem organisatorischen Teil der Musik. Und von daher ist das auf jeden Fall meine Zeit. Und wie schaut es mit dem Grillen aus? Grillen sehr gerne mit vielen Freunden. Ich habe jetzt auch endlich einen eigenen Garten und eine Terrasse. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen Zubehör kaufen. Und ich denke mal, ich lasse mich bei dir ein bisschen inspirieren. Ich verrate dir jetzt erstmal und euch vor allen Dingen, was es natürlich heute gibt. Weil Grillen, man sagt ja, viele Leute sagen, ah, Grillen, das ist immer irgendwie fettes Fleisch, dicke Soßen, Kalorien. Also viele Kalorien auch bei den Beilagen und wir machen heute mal ein ganz entspanntes, schön kalorienreduziertes Grillen, weil wir werden nämlich vegetarisch grillen. Wir machen eine gefüllte Salatgurke, die wir in einem Kräutermantel noch umhüllen. Und dann aber noch ein Tipp, wenn ihr mal eine Grillparty vergessen habt und wollt trotzdem noch was Witziges mitbringen, deswegen gibt es heute noch eine gepierste Wurst. Und als erstes fangen wir mal an, den Grill anzuheizen. Und ja. Ihr habt die Holzkohle schon drin, ein paar Anzünder habe ich auch drin versteckt. Jetzt haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich diese tollen Streichhölzer. Aber, tja, wir haben ja Hightech. Wir zünden unseren Grill mit einer Lötlampe an. Ich habe die Holzkohle verteilt, habe ein bisschen Flüssiganzünder schon draufgegeben, habe jetzt noch ein bisschen Trockenanzünder. Ich gehe einfach hier rein. Also, du empfiehlst mir aber auch, das alles ein bisschen zu unterstützen durch kleine Hilfsmittel. Ich meine, wer natürlich viel Zeit hat, der kann das natürlich nur mit einem Anzünder machen, aber klar, wir haben eine halbe Stunde und meistens dauert ja gerade bei einer Holzkohle dauert das schon 20 Minuten, bis die Kohle so weit ist, dass man anfangen kann zu grillen. Und so geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller. Wenn wir gerade hier stehen, hier habe ich meinen Kräutergarten und wir haben ja gesagt, wir wollen ganz viele frische Kräuter nachher verarbeiten und deswegen würde ich einfach mal anfangen hier. Wir nehmen ein bisschen von diesem milden Oregano mit. Gebe ich dir rüber. Genau. Du kannst ein bisschen Salbei hier unten ernten. Und während wir hier noch ein bisschen Kräuter zupfen, zeige ich euch mal, wo ich heute früh schon einkaufen war. So, heute kaufen wir als erstes mal ein paar Gurken ein. Achtet beim Einkauf darauf, dass ihr schöne dicke Gurken einkauft, weil wir wollen sie natürlich füllen. Und wenn wir ganz dünne Gurken haben, kriegen wir natürlich fast keine Füllung rein. Die Gurke allgemein, sie gilt als Heilmittel für Herz und Niere. Sie macht eine glatte, zarte Haut und sie wirkt entgiftend. Und jetzt kommt der frische Test. Die Gurke soll sich nicht biegen lassen. Das Ende und der Anfang keine Falten besitzen. Weil wenn sie so aussieht wie diese hier, dann ist sie schon vor mehreren Tagen geerntet worden. Das geht natürlich auf Kosten des Geschmacks und vor allen Dingen auf den Vitamingehalt. Deswegen immer schön frische Gurken einkaufen. Und ja, schaut mal, was ich hier gesehen habe. Ey, das ist mal ein geiler Zucchini, den könnte man natürlich auch super lecker füllen, aber ich habe euch Gurken versprochen, also heute gibt's Gurken. Und die restlichen Zutaten holen wir uns da drin. Guten Morgen! Hallo! Also wie viele Gurken möchte ich auf jeden Fall kaufen? Dann nehmen wir noch so ein paar Pinienkerne mit. Sie haben einen sehr hohen Fettanteil, deswegen bitte achten, nicht so lange einlagern, weil die Dinger werden sehr schnell ranzig. Und wir haben hier die höchste Vitamin-B-Konzentration von allen Nüssen. Und Vitamin B, ganz klar, gut fürs Gedächtnis und gut für die Konzentration allgemein. Haben Sie auch noch ein paar Oliven und getrocknete Tomaten? Ja, in den. Ah ja, ich sehe ja schon, ach, die haben ja richtig eine Auswahl. Was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Oliven? Ja, gibt's mit Kerne, ohne Kerne oder mit Kerne würzige. Dann nehme ich ein paar von den würzigen mit Kerne, dann ein paar von den grünen ohne Kern und ein paar schwarze ohne Kerne. Und getrocknete Tomaten auch noch mal so eine kleine Schale, so 100 Gramm. Machen wir die extra. Ja. Mozzarella finde ich hinten, oder? Ja, ein bisschen eine Decke oder hier in Kühlschrankdecke. Okay, ich schau mal. So, heute greife ich mal ein bisschen tiefer in die Tasche und kaufe den Original-Mozzarella, denn der ist nämlich aus Büffelmilch hergestellt. Hat leider ein etwas
höheren Preis, allerdings wesentlich mehr Geschmack. Mozzarella allgemein ist ein Frischkäse. Man sagt, der hat meistens um die 50% Fett in der Trockenmasse. Das hört sich sehr viel an, aber der hat nicht so eine hohe Trockenmasse, weil es ist ja eigentlich ein relativ softer Käse. Deswegen, also, der macht nicht unbedingt dick. So, das war's von Mozzarella. Wir gehen jetzt mal zahlen. So, Meister, den Mozzarella hätte ich gern. Ja. Was bin ich Ihnen jetzt schuldig? Jetzt muss ich Sie fragen. Ah, okay, fragen Sie mal. So, viermal Gurke. So, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt schon mal aus dem Italia Minimarket von der Südstadt und wir sehen uns hoffentlich gleich. Also wir machen ja eine gefüllte Gurke heute und eine Gurke, wissen wir alle, hat sehr viel Wasser, also bis zu 95%. Deswegen natürlich auch nicht so viel Eigengeschmack. Damit wir diesen Eigengeschmack natürlich A stärken können und B natürlich, dass wir auch wirklich so beim Grillen ein absolutes Geschmackserlebnis haben, füllen wir jetzt die Gurke dann später mit A Büffelmozzarella, weil der Büffelmozzarella natürlich wesentlich kräftiger im Aroma ist als der Kuhmilchmozzarella, leider auch ein bisschen teurer. Auf der anderen Seite, ja klar, viel frische Kräuter. Dann haben wir hier noch so getrocknete Tomaten, ein bisschen Chili. So, und dann haben wir noch die Pinienkerne, die auch super lecker sind. Ein paar Oliven und natürlich Knoblauch und Zitrone. Und damit kriegen wir wirklich so einen Geschmacksgigant. Und das wird auf jeden Fall richtig super lecker. Und vor allen Dingen endlich mal wieder was für Vegetarier, weil die gehen ja meistens beim Grillen so ein bisschen leer aus. Außer Folienkartoffel und Mais kriegen die ja meistens nichts. Das habe ich mal auf dem Geburtstag gehabt. Das habe ich den Marco, mit dem ich zusammen produziere, eingeladen und habe an den gar nicht gedacht. Und er war der einzige Vegetarier, der dann rumstand und am Toast kauen musste. Ja, und wie bist du zum DJ geworden? Also hast du früher immer ganz normal so Plattenpartys aufgelegt und die Veranstaltungen wurden immer größer oder wie? Nee, das fing irgendwann mal in meiner Heimatstadt Paderborn an, dass ich da in einem Club namens MG einfach mal reingekommen bin, da dann halt einige kannte, die da die Drähte ziehen und die dann halt den ganzen Abend bestreiten. Und so ist dann mal angefangen, dass mal der Lightjockey ausgefallen ist, ich dann einfach mal am Licht ausgeholfen habe. Und dann bin ich halt angefangen, einfach mal ein paar Platten aufzulegen und dann halt für die Bedienung, die halt den Laden aufgebaut haben, die Theken bestückt haben, einfach mal ein bisschen Musik zu spielen. Und habe dann halt so ein, zwei, drei knifflige Tricks gezeigt bekommen, so die Grundkenntnisse. Und habe dann halt mir alles selber beigebracht und seitdem lege ich halt auf. Ich habe halt auch nie im Keller gesessen, Mixtapes fertig gemacht und verschickt, sondern halt einfach aufgelegt, während ich auch vor Leuten aufgelegt habe. Und also richtig Learning by doing, auf jeden Fall, ja. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Käse? Okay, als nächstes würde ich sagen, okay, Käse mal auf den Teller. Jo. So. Oh. Normalerweise Messer, wenn es geht, bei solchen Sachen immer drehen, weil wenn du mit der Schneide drüber schleifst, dann machst du das Messer immer so ein bisschen stumpf. Aber ja, das ging noch. Das habe ich schon schlimmer gesehen. Okay, würde ich sagen, du machst als nächstes die getrockneten Tomaten. Ja, okay. Das sind im Endeffekt Eiertomaten, die wirklich nur halbiert werden und dann unter der Sonne trocknen. Also das heißt, die platzt auf und... Die platzt gar nicht auf. Also das ist einfach durch die Sonneneinstrahlung verdunstet einfach das Wasser. Und der ganze Geschmack bleibt natürlich drin. Und deswegen ist es natürlich ein Turbo-Gewürz. Und deswegen, du schneidest das jetzt auch in auch ganz in kleine Würfel, okay, damit wir später halt so eine richtige Gewürzpaste bekommen. Sollst du gleich mal bei der Kohle gucken, was die macht? Gerne. Dann kannst du noch ein bisschen mit dem Blasebalg blasen, wenn du magst. Wie schaut denn die Kohle aus? Also eigentlich recht gut. Alles schon glutweiß. Von daher können wir eigentlich gleich starten. Dann müssen wir ein bisschen Finger ziehen, dass wir vorankommen. Nervig ist ja immer die Asche, die hochkommt, wenn man gerade mit einem Blasebalg arbeitet. Ja. Hast du da nicht Tipps? Ein Bier drüber regnen lassen. Du hast ja gesagt, also du hast jetzt deinen eigenen Garten. Was hast du bis jetzt so an Grillerfahrungen? Außer, dass du den Vegetarier mal vergessen hast? Also in erster Linie
natürlich Wert darauf gelegt, dass es erstmal gemütlich ist, dass man mit den Leuten beim Grillen sich auch Zeit nehmen kann. Gerade Kohle ansetzen, da hat man eine gewisse Zeit, wo man sich mit den Leuten auch unterhalten kann. Gerade weil ich halt viel unterwegs bin, bin ich natürlich froh, wenn ich die Freunde bei mir habe und auch so ein bisschen Smalltalk, ein bisschen aus den letzten Wochen interessante Vorkommnisse austauschen. Und ansonsten haben wir eigentlich schon alles ausprobiert. Ob es Fisch, ob es Fleisch, ob es Würstchen, allerlei Sorten, klein, groß. Da kann man eigentlich sehr kreativ sein. Man kann auch danach mit Käse arbeiten. Ja, Käse finde ich auf dem Grill auch extrem lecker. Also da könnt ihr mal probieren, wenn ihr, wir haben ja schon öfters Frühlingsrollenteig oder Brickteig in der Sendung verwendet. Einfach so einen Ziegenkäse, ein bisschen marinieren, ein bisschen Honig, vielleicht ein bisschen Rosmarin drüber, in so Frühlingsrollenteig einpacken und ganz kurz über den Grill, also auf dem Grill halt grillen, dass außen der Teig knusprig ist. Der Ziegenkäse, der wird dann in der Mitte so ein bisschen warm. Die Aromaten vom Rosmarin lösen sich total gut. Ist auch vegetarisch und extrem lecker. Also auch mal ein guter Tipp. So, Tomaten sind fertig. Ich denke mal, haben wir eigentlich eine Schüssel hier. Dann können wir die mal wegkippen. Was du machen kannst, du kannst mal mit der Alufolie so eine kleine Schale formen. Wie hoch muss die Schale sein? Muss nicht sehr hoch sein. Also ich möchte einfach bei den Pinienkernen, ist es ja so, die Pinienkerne sind eigentlich so relativ langweilig. Wenn sie allerdings geröstet sind, sind sie natürlich super lecker. Auch eines der Hauptbestandteile von Basilikumpesto oder von Pestos allgemein. Und die Dinger sind leider schweineteuer. Aber das liegt natürlich an der hohen Nachfrage, weil sie werden immer beliebter, gerade in Deutschland. Und das Problem ist, man kann jetzt nicht irgendwie schnell mal so einen Baum anpflanzen und hat dann irgendwie 4 Jahre später eine Ernte, sondern bei Pinien dauert das bis zu 50 Jahre, bis ein Baum mal richtig Früchte trägt. Und deswegen sind die Dinger natürlich leider richtig teuer. Ein sehr guter Energielieferant. Für dich mit Sicherheit auch sehr gut, weil Kohlenhydrate oder? Fette. Allerdings auch sehr viele Vitamine der B-Gruppe. Und B-Gruppe ist klar für alles, was für starke Nerven, für die Konzentration und natürlich für das Gedächtnis sehr gut. Und die rösten wir jetzt gerade in unserer Schale. Auf dem Grill natürlich an. Du kannst in der Zwischenzeit, wenn du Lust hast, 2 Knoblauchzehen schälen und auch ganz fein schneiden, wenn es geht. Und die musst du richtig fein schneiden. Okay, so. Ich werde mein Bestes geben. Jetzt geben wir mal das Gitter drauf. Was beim Grill auch immer ein großer Vorteil ist, verteilt die Kohle nicht überall gleichmäßig, dass ihr irgendwo eine Kaltzone und eine Heißzone auf dem Grill habt. Weil dann können wir hier schön angrillen und wenn es dann fast fertig ist, geht man es hier rüber und dann kann es ein bisschen abruhen. Alter, ist das heiß. So, beim Pinienkern, ich traue mich jetzt gar nicht hier wegzugehen, weil das geht nämlich so richtig schnell. Und na, ich knie mich mal, ich schau mal, wie es bei dem im Knoblauch vorangeht. Ich hoffe, es ist klein genug, ansonsten muss ich da gleich einfach nochmal. Ich kann dir mal einen Tipp geben, weil das ist beim Knoblauch ganz cool. Wenn man den Knoblauch jetzt richtig gut ansalzen und dann gerade so mit. Setz dich, machst du bequem. Nee, ich kann mich, das geht nicht, weil Pinienkerne, weil die sind ja echt teuer und ich würde mich total ärgern, wenn die verbrennen. Also einfach so ein bisschen so glatt drücken, kannst du nochmal drüber hauen, drüber hacken und dann haben wir nämlich wunderschönes Knoblauchpüree. Genial. Ja, schauen wir mal. Ja. Ja, ich sag's ja. Das geht nämlich echt richtig schön schnell. So. Den Käse haben wir hier mit dem Chili. Kommt jetzt in die Schüssel. Als nächstes die gehackten Oliven und die wunderschönen Kräuter. Dann die Pinienkerne. Der Mann legt ein Tempo vor. Getrocknete Tomaten. Und das Ganze jetzt richtig gut durchrühren. Ja. Und so haben wir nämlich ratzfatz eine richtig super leckere vegetarische Füllung. Ihr könnt wieder was Tolles gewinnen und zwar einen kompletten Messerblock und ich sag nur Porsche Design Serie 301 von kochmesser.de
Und die Frage dazu lautet, eine Gurke besteht zu 95% aus A. Fruchtfleisch oder B. Wasser. Also macht mit. Und jetzt haben wir hier Gurken. Die Gurken jetzt halbieren. Und jetzt nehmen wir gerade einen Löffel und nehmen im Endeffekt die Kerne in der Mitte raus. Weil die Gurke besteht ja wirklich zu 95% aus Wasser. Und gerade diese Kerne in der Mitte, dieses Gelee, das ist fast nur Wasser. Das ist natürlich für im Sommer auch sehr gesund, weil klar, wir füllen unseren Wasserhaushalt, also unsere Körperflüssigkeit wieder auf. Auf der anderen Seite sind in der Gurke auch Stoffe enthalten, die unseren Wasserhaushalt wirklich gut regeln. Und sie haben natürlich ganz, ganz wenig Kalorien. Die salzen wir jetzt und pfeffern wir sie ganz kurz. Von der Innenseite. Jetzt sind sie ja gewürzt und jetzt nehmen wir unsere leckere Füllung. Verteilen die in der Mitte. Man kann also für die Leute, die aufs Fleisch wirklich gar nicht verzichten wollen, es geht natürlich auch mit so einer Hackfleisch-Käse-Füllung. Schmeckt genauso gut, ist genauso lecker. Und stofft nur ein bisschen. Ist natürlich ein bisschen schwerer jetzt, also vom Sättigungsgefühl. Und das ist halt, ja, genau die Küche für die gute Figur. So, wenn wir die Füllung drüber verteilt haben, klappt man die Dinger gerade zu. Jetzt ist es natürlich entscheidend, dass man auch die richtigen Gurken aneinander presst. So. Und richtig schon gut Füllung rein, weil es wird nachher so sein, den Saft von der Gurke drückt ein bisschen raus und die Füllung hat später schon Platz da drin. So. So, jetzt Alufolie haben wir hier. Bogen für dich. Bogen für mich. Bisschen Olivenöl auf dem Bogen. Dann kann man auch den Bogen, dass die Gurke von außen noch ein bisschen Geschmack kriegt, ruhig ein bisschen würzen. Und jetzt, du kannst schon mal ein paar Kräuter so dir auf die Alufolie legen. Wenn du zu wenig hast, können wir da, ich habe hier noch wunderschönen Rosmarin. Ja. Brauchen wir gar nicht groß zupfen, weil die essen wir später nicht mit, aber die aromatisieren natürlich das Ganze noch richtig schön. Also so zu kochen finde ich eigentlich auch sehr entspannend, gell? Gerade draußen, dann mit Kräutern. Vögelgezwitscher, ach, das ist doch wie ein Märchen. So, und jetzt richtig schön einwickeln. Man kann natürlich auch die Gurke, bevor man sie aushöhlt, in Portionen, also wenn man eine große Gurke einkauft, in Portionsstücke schneiden, dann am Ende noch ein bisschen zulassen, aushöhlen, dann hat man so Portionsgurken. Oder man macht so wie ich, einfach die kleinen Gurken einkaufen, weil eine Gurke ist eine Portion. Ich würde dich jetzt gerade bitten, schon mal das Glas hier zu öffnen. Ja. Und ich hau mal die Gurken auf den Grill. Oh. It's really hot. Wir müssen ungefähr so alle 2-3 Minuten mal drehen. So. Brauchst du ein Glas? Ich brauch kein Glas. Finde ich sehr, sehr, sehr angenehm. Beim Grillen gehört so ein halber Liter Pott in die Hand. Gut. Dankeschön. Prost. Prost. So, jetzt kommt der Part, wenn ich die Grillparty vergessen habe. Bockwürste im Glas haben wir die meisten noch daheim, weil das ist bei mir auch immer so ein Notnagel. Wenn ich mal alles vergessen habe und habe abends noch Hunger, sind die Dinger natürlich perfekt. Und einfach nur Bockwürste auf den Grill zu legen, ist uns natürlich viel zu langweilig. Deswegen piercen wir die jetzt. Und ich habe jetzt hier ein bisschen Paprika. Da schneiden wir uns einfach so ein paar dünne Streifen, ja. Da haben wir noch einen roten Paprika. Da haben wir nämlich dann noch zwei Farben. Damit wir jetzt die Dinger piercen können, müssen wir natürlich ein paar Löcher reinmachen. Und jetzt halt piercen wir die. Das Problem ist, bei dem Paprika, ab und zu, sucht er sich immer einen anderen Ausgang. Da müsst ihr so ein bisschen mal drin rumpulen. Aber die Mühe lohnt sich natürlich.
Ey, du hast es ja geschafft. Jo. Du bist schon gut. Ich war beim Durchstechen auch etwas mutiger. So, ich glaube, das reicht schon. Ich finde auch zu viele Piercings an Menschen echt nicht schön, ne? So. Ich würde sagen, wir schreiten jetzt mal echt zur Tat. Hohoho. Also eine Hitzeentwicklung hat der Grill ja immens, oder? Naja, ich sehe, das ist ja. Ich bin letztes Jahr mit diesem Grill, weil der war ja neu, da bin ich ein paar Mal ganz schön eingebrochen. Weil das Ding entwickelt wirklich so eine Hitze, dass du manchmal überhaupt keine Chance hast, überhaupt noch an den Grill ranzukommen. Weil da fangen irgendwie deine Härchen schon irgendwie in dem Abstand an zu vibrieren. Sobald du hier bist, hältst du es gar nicht mehr aus. So, jetzt hat entspannt natürlich. Wie gesagt, Bockwürstchen muss eigentlich nur warm werden. Und es geht sehr schnell. Also man sieht es auch. Wichtig ist auch bei dem Piercing, das Piercing sollte nicht ganz so weit rausstehen, weil sonst verbrennt es sehr leicht. Du kannst mal die Gurken andrehen. Ja. Ich denke mal an den Tisch in der Zeit. Sollen wir jetzt noch ein bisschen Brot rösten? Oh ja. Okay. Ich gebe dir das Brot mal rübergeben, genau. Wenn du willst, können wir das Brot auch noch ein bisschen mit Olivenöl tränken, weil dann schmeckt es meiner Meinung nach immer noch einen Tacken schärfer. Ich glaube, die Gurken sind jetzt auch so langsam fertig. Jedenfalls Brot. Okay, also dann komme ich mal mit den Tellern. Ich würde sagen, die dünnen Gurken sind garantiert fertig. Wir nehmen mal die, würde ich sagen, und vielleicht die. Ja. Und natürlich jetzt noch Würste. Würste müssen wir auch mitnehmen, weil die sind garantiert auch warm. Such dir eins aus. Ist mir egal. Bitte. Und leckeres Brot? Leckeres Brot. Einmal. Zweimal. Okay. Ja. Wunderbar. Bier dürfen wir auf keinen Fall vergessen. So. Danke. Bitte. Irgendwelche Soßen oder so zur Wurst? Ich bin so ein Currysoßen-Fan. Ich auch, aber ich nehme, glaube ich, Chili-Soße, um noch etwas Schärfe hinzuzufügen. Wie du möchtest. Also du isst richtig gerne scharf. Ja, doch. Also ich besorg's mir gern selber in dem Bereich. Ja, also da gibt es gerade im Asia-Shop, könnte ich mich tot kaufen. Ja, Asia-Shop. Also ich hab das durch meinen besten Freund Markus kennengelernt. Das ist beim Grillen angefangen und ist irgendwann in der Küche geendet. Und da kann man echt so kreativ sein und sich wirklich ist wirklich so brennen lassen, dass, ja, dass keine Wünsche offen sind. Boah, das ist ein Geruch. Es tut mir echt leid, dass ihr das nicht riechen könnt, weil okay. Da geht echt die Sonne auf. Und schaut mal, das sieht richtig gut aus. Das sieht sehr, sehr lecker aus. Ist natürlich auch eine wunderschöne Beilage zum Steak. Also wenn jetzt jemand nicht Vegetarier ist, dann könnte dazu natürlich ein richtig lecker Steak noch dazu essen. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Das ist aber schon lecker, oder? Mhm. Verdammt. Genial. Und die gepierste Wurst ist natürlich auch ein absoluter Hingucker. Klar, die platzt ein bisschen auf, aber darf ja ruhig passieren. Marc, es war mir echt ein Blumenpflücken, mit dir mal meine erste Sendung hier draußen im Garten zu machen oder zu kochen. Mhm, danke, schön, dass du da warst. Hat mich auch super gefreut. Vor allem habe ich jetzt mal Anregungen, die ich in mein Umfeld mittragen kann, wenn es dann wieder heißt, Grillsaison ist eröffnet. Ich denke, bei dem Wetter werden wir jetzt öfter draußen sitzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und dass es bei euch daheim auch richtig gut klappt, kriegt ihr jetzt noch eine kleine Zusammenfassung. So, als erstes den Büffelmozzarella, die getrockneten Tomaten und die Oliven fein hacken. Danach geriebenen Knoblauch, die gehackten Kräuter und die gerösteten Pinienkerne untermengen und alles gut verrühren. Als nächstes halbieren wir die Gurken, entfernen die Kerne,
Dann werden die Gurken richtig schön gesalzen und gepfeffert und mit der Füllung gefüllt. Nun Olivenöl auf der Alufolie verteilen, das Ganze salzen und pfeffern und die restlichen Kräuter darüber streuen. Mit dieser Folie jetzt die gefüllte Gurke einwickeln und ca. 12 bis 15 Minuten bei mehrmaligen Wenden grillen. Ich wünsche euch viel Spaß und guten Appetit.